Jo, guten Morgen. Das ist jetzt meine zweite Nacht hier in Paris. Und ich wollte auf jeden Fall noch ein Video mit euch machen, bevor ich hier noch ein paar Sessions mache, noch ein paar wilde Events und so weiter und so fort. Und das vielleicht in Vergessenheit gerät, würde ich euch gerne zeigen, was ich in Paris getragen habe. What a word to Paris Fashion Week. Ihr seht auch, wie wild einfach mein Little Apartment hier aussieht. Ihr werdet wahrscheinlich schon einen Ausschnitt gesehen haben, wie die ganze Bude aussieht, so weiter und so fort. Aber das hier ist mein Kleiderschrank. Okay. Okay. I'm not okay. Okay, ich glaube, wir fahren auf der Seite hier an. Nämlich das, was ich getragen habe, als erstes zum Ankommen, war das hier. Ich habe diese Rough Nylonjacke getragen. Beautiful. Es hat auch dann noch geregnet an dem Abend, deswegen war das mit dem Nylon super. Ich liebe die. Der hat hier noch dieses fette Metallstück, wo man theoretisch Schlüssel oder sonst irgendwas dran machen kann. Und dazu hatte ich einfach eine Regular Pants an, die ich auch wahrscheinlich nochmal tragen werde. Und ein weiteres Schmuckstück, nämlich dieses Rough Shirt mit den Splashes of Paint. Ein paar von den Ideen kamen von mir. die Splashes zum Beispiel. I loved you as Icarus loved the sun. Finde ich eigentlich ein sehr süßer Spruch. Black on Black. Finde ich geil. Hat Telly geil gemacht. I like. Dazu hatte ich die Rick Owens Cremones in Leder Mainline an. Bevorzugt mag ich die eigentlich etwas abgenutzt vom Look her, anstatt den Clean Look her. Das Einzige, was ich bei der Mainline nicht so sehr mag, vielleicht seht ihr das, sind, dass die sich hinten so ein bisschen abnutzen. Am besten wäre eigentlich, wenn man ein Heel Tap hat, für den Heel Drag, aber I don't have that. So, am zweiten Tag zur Show, also Show Day von der Louis Vuitton Show, was ihr wahrscheinlich auf meinem Instagram gesehen habt, habe ich diese unfassbare Jacke von AA Spectrum auf links getragen. Die ist crazy. Zusätzlich, was mir persönlich wichtig ist, was wahrscheinlich so keiner gecheckt hat oder keiner so weiß, habe ich einen gewissen Move gemacht, der mir viel bedeutet hat, weil ich hatte gesagt, okay, anstatt jetzt, keine Ahnung, eine Hose von Margiela zu tragen oder von wem auch immer, nehme ich ein Piece von meinen Freunden mit, so dass sie sagen, okay, das ist meine erste LV-Show, das ist meine erste Big-Show und mir bedeutet das sehr viel. Ihr wisst, ich habe gesagt gehabt sozusagen, dass ich dieses ganze Deutschland-Ding sehr pushen möchte. Deswegen wollte ich einfach, dass ich meine Friends dabei habe. Deutsche Brands theoretisch repräsentieren. Und mal gucken, wie das so kommt. Und da wollte ich halt einfach auch in gewisser Art und Weise bisschen Germany repräsentieren, beziehungsweise meine Freunde. Das ist nämlich die Saint-Jeff-Hose. Ihr seht, das Felding von AA Spectrum hat übelst gefusselt auch. Auf jeden Fall, das ist die Saint-Jeff-Hose, die erste, die er hatte, mit den ganz vielen Pockets. Ich habe auch mit Saint darüber gesprochen, bevor ich meinen Fit klar gemacht hatte, weil ich hatte erst was anderes überlegt gehabt, eine andere Hose anzuziehen. Und er hat mich auf die Idee gebracht, ey, rock meine Hose. Ja, kleiner Gauner, der hat bestimmt gedacht, ja, wenn du schon auf der Show bist, represente meine Hose so. Aber ich fand das cool. Die Idee hat mich gecatcht und habe das dann weiter ausgebaut, indem ich dann auch gesagt habe, okay, wait a minute. Wenn ich mein Bro Sanj trage mit der Hose, ursprünglich war als erstes sowieso mein Bro Telly am Start für das Outfit. Ne? Das ist so ein Dirty Wash T-Shirt, das soll so sein, das muss so sein. So mit dieser Frau, die sich theoretisch im Winde auflöst. Und dann You Owe Me Memories Rough. Auch ein sehr, sehr romantischer Spruch. Sehr sinnlicher Spruch, wie Tilly sagen würde. Da habe ich gesagt, okay, ich rock zu meiner ersten LV-Show halt mein Bro Telly, mein Bro Sanjeev. So, dass ich theoretisch meine Bros dabei habe.
als Schuhe hatte ich gesagt, okay, ich nehme meine neuen Doc Martens mit Raff. Ist nicht mein Homie, aber ich fand die Schuhe geil. Ich finde die Schuhe geil. Und es war eine sehr schwierige Entscheidung mit den Schuhen, wie ich das trage. Weil ich hatte auch zur Auswahl die Ramones zu Hause. Ich habe mir zu Hause schon die Outfits gelegt. Ich hatte die Docs. Ich hatte die Celine, aber ich hatte auch noch andere Boots von A&D. Das waren so die vier Schuhe, die zur Auswahl standen. Ich habe mich aber gestern in Paris entschieden, statt jetzt die Ricks zu tragen, die Docs zu tragen. Habe ich auch mit Patrick vor lange drüber gesprochen, was cooler kommt. Beide Kombinationen fand ich sehr nice. Aber das wäre ja nicht alles. Das wäre nicht alles. Weil ich habe dazu gestern noch ein bisschen mein Bro Patrick getragen. Einmal represented durch Buckethead, was er mir auch noch gegeben hat von ihm. Und aber richtig zu representen halt die ADR-Kette. Die hatte ich dann noch gerockt dazu und sozusagen über das T-Shirt, was ganz cool kam, weil die Kette ist jetzt nicht unfassbar lang. Das heißt, die hing theoretisch so hier in diesem Bereich. So, und I loved that. I loved that. So, weil halt, wie gesagt, ich mein Bro Patrick dann auch noch dabei hatte. Eine Sache, die ich noch ein bisschen gemacht habe, um das Ganze noch mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, weil ich hatte ja meinen Bro Ashraf bei mir, der war bei mir und hat mit mir die Show angeguckt. Danke an den Bro auch für das Ganze hier, dass wir zusammen dahin gehen und so weiter und so fort. Dachte ich mir, okay, ich hab meinen Bro Stelios dabei, ich habe meinen Bro Patrick dabei, ich habe meinen Bro Sanchez dabei. Ich habe meinen Bro Ashraf dabei, weil er direkt neben mir ist. Und dann dachte ich mir wirklich auf radikal, wie kann ich das Ganze noch auf die Spitze treiben? Und für mich ist dann ganz schnell die Entscheidung gefallen, weil, okay, noch mehr Pieces tragen, schwierig, weil der Fit war fertig. Aber trage ich meinen Bro Justin, der auch heute Geburtstag hat, mit mir und hat mir einfach noch zusätzlich paar Spritzer Rhodium gegeben und da habe ich den sozusagen auch noch mitgenommen. Was ich persönlich als einfach eine schöne Anekdote für mich habe, so sind die Pieces, ey, Spectrum Jacke, Sanchez Hose, Rhodium Duft, ADR Kette, Patricks Buckethead und Stelios T-Shirt. I love it. War eine beautiful combination. So, zusätzlich haben wir hier noch ein paar Utensilien, Shownotes, meine Show-Einladung, dieses Spielzeug, Dom P, haben die uns hingestellt. Ach ja, ich hatte noch dabei meine Ringe und dieses Margiela-Armband. Ja, die Kette hatte ich nicht angezogen von Sanch, weil would be etwas too much. Okay, jetzt gehen wir zu dem nächsten Look, den ich heute tragen werde. Das ist nämlich der Look. Das ist hier mein Haider Blazer, Overshirt, wie man es auch immer nennen möchte, mit meiner Haider Hose, die muss noch gesteamt werden. Und on top would go dieses Rough T-Shirt, leichte Color Coordination in so Brauntönen und Schwarz. Und dann dieser beautiful Haider Coat. So. It's more of a luxury vibe. Seht ihr, haben wir so ein cooles Scheme. Das T-Shirt ist hier ein bisschen used. Das ist aber brand new. Und dazu als Schuhe diese Celine Boots. Und that would be the next look. Ich bin sehr gespannt, was ihr von dem Look haltet. Der Look ist sehr, 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 sehr schick. Ich muss hier noch überall mit der Fusselrolle drüber steamen. Und alles super, super clean machen. Ein weiterer Look wäre dann morgen dieses stinknormale Unicode-T-Shirt. Ein bisschen oversized gefittet, also einfach eine Size größer genommen, damit es sehr locker fittet. Und dazu dann diese zwei Schmuckstücke. Einmal dieser lange, einmal diese Hose von Margiela. Ihr kennt diese Hose, ihr liebt diese Hose. Und dann halt dieser beautiful, beautiful Coat von Haider Ackermann mit diesem Flower Print. Der muss auch noch gesteamt werden. Und dieses Checkerboard Print. Und gestern Abend hatte ich auch noch diese Jacke an. Was ich eigentlich auch überlegt habe, ob ich die Jacke einfach auch noch on top, zum Beispiel auf diesem Mantel rocke.
Meint ihr, das könnte gut aussehen? Also, some accessories. Entweder trage ich das morgen oder heute auch noch die Prada-Handschuhe. Und die Rough Cap ist wieder für, ich glaube, die Rückreise oder so gedacht. Genau, auf der Hinfahrt hatte ich das auch an. Ansonsten habe ich noch diese Prada-Bag als Accessoire dabei, falls ich irgendwie so meine Sachen verstauen muss. Aber es passt jetzt nicht zu allem. So die grünen und braunen Töne würde ich das jetzt nicht unbedingt zumachen. Aber zu schwarz und so ist das immer perfekt. Ja, das war so mein Kleiderschrank. Ich kann euch hier noch ein bisschen Spielzeug zeigen. Also das Spielzeug geht nämlich so. Wird im Office cool kommen. Ansonsten, was ich hier noch habe, ist so ein Kupplock-Ding mit halt so Mosaikstein. Und dann hat man so ein Mosaikmuster da drin. Das ist meine Einladungskarte gewesen. Und ich habe ein Shownotebook für mich mitgenommen und ein Shownotebook für Patrick als kleines Geschenk, so, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, ich bringe dem Bro was mit. So, dann habe ich hier noch so drei Kissen von der Show mitgenommen. Ich wollte eigentlich vier haben, dass ich mir die irgendwie irgendwo so hinlegen kann, so 2-2. Sondern man als einfach beautiful irgendwo als Deko und als Erinnerung an die erste Show. Weil hier ist noch drauf gestitcht halt Louis Vuitton Kollektion Autumn Winter 2022. Jeudi, also ja, Donnerstag, der 20. Januar 2022 in Paris. LV, die achte Show. I kinda like it. Ansonsten, wie Hotelzimmer und so weiter aussieht, seht ihr in einem anderen Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Let me know, wie ihr die Fits fandet und ob ihr das auch so gerockt hättet oder ob ihr gesagt hättet, ey, Kelly, Fits waren Trash. Auf jeden Fall lasst ein Like da. Alle Sachen, die bezüglich Twitch sind, also checkt meinen Streaming-Highlight-Kanal Kels ab, checkt meinen Twitch ab, twitch.tv/KellyCayo, you know the drill. Und ja, wir sehen uns bald. Have fun.